Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Empire! Empire! Und Drache, was machst du denn hier? Ich sitze. Oh, hi. Und ja, Leute, letzte Folge ging der mega die Post ab, weil Louis ist völlig durchgedreht. Ich habe ihm das Orb geklaut, dieses grüne Ding. Und ich muss es jetzt einfach dringend zu Jonas bringen. Und vielleicht, Drache, vielleicht sehe ich dich ja auch gleich, ne? Ja, und ich habe mal erfahren, was passiert sein und was ich machen muss und werden wieder ein Drache. Okay, das ist schon mal gut. Okay, dann machen wir uns jetzt auf Socken und suchen Jonas und gucken, was Baloui so... Ja, vielleicht hört ihr sogar auf Baloui, was ich absolut nicht hoffe. Ich habe sehr Angst vor Baloui. Und ihr schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt, was Baloui so anrichten wird. Weil er ist ziemlich sauer. Was denkt ihr, wird passieren? Ja, und was bei Drachi passiert. Okay, wir sehen uns jetzt in der Folge. Drachi? Was? Drachi, was machst du denn hier? Hallo, Papa. Drachi, was machst du hier? Dich nicht sehen. Da du sein. Was machst du hier, Drachi? Weinen? Nein, warum? Ich weine nicht, ich sage nur schnupfen. Was ist los, Drachi? Ich muss mich verabschieden von uns allen. Wie verabschieden? Mir Jonas gesagt haben, ich nur habe eine Möglichkeit zum Werden wieder ins Drachi. Und das ist gehen wieder ins das Drachi-Welt. Und das nur können gehen einmal, weil Teleport Stein nicht aufgeladen. Und deshalb ich muss sagen allen Tschüss. Nein, Drachi. Und weg. Du darfst nicht gehen. Ich komme einfach mit. Du irgendwie bei mir komisch aussehen, halb unsichtbar, lalal. Ich weiß nicht, ich glaube, das liegt hier dran. An dich? Was das hier sein? Ich habe Baloui etwas genommen, von der Nase weggeschnappt. Du hast doch gemerkt, dass mit dem... Fahr mal mit dran, wir müssen nämlich dringend zu Jonas. Du hast ja gemerkt, dass mit Baloui irgendwas nicht stimmt. Ja. Dass er sich komisch verhält und dieser komische Urdrache aus ihm sprach und was weiß ich. Und... Naja, er will sich in einen Drachen verwandeln und er brauchte wohl nur noch diese komische Kugel, um sich zu verwandeln. Und okay, habe ich ihm halt, ich habe die ihm halt vor der Nase weggeschnappt und das fand er gar nicht so lustig. Gar nichts lustig. Nee, überhaupt nicht lustig. Aber dran, ich werde verhindern, dass ich komme mit dir in die Drachenwelt. Wir werden eine Möglichkeit finden. Wir werden eine Möglichkeit finden. Wir müssen. Aber trotzdem, ich wollte sein als Drachi wieder, du verstehst? Weil nicht Drachi sein, ich weiß schon. Drachi, dreh dich nicht um. Alles kaputt! Das hat er nicht getan. Das hat Baloui nicht getan. Und auch Teddybär nicht retten können. Das hat Baloui nicht wirklich getan. Nein. So schade. Nein. Doch. Und mir soll noch einer sagen, in Baloui steckt nichts Böses. Warum? Nein. Warum aber bei Louis das so reagieren? Ist das Kugel wichtig? Er ist besessen von dieser Kugel. Oh nein, das hat er nicht wirklich nicht gemacht. Oh, Drachi. Dein Bett ist zerstört. Alles kaputt. Das ist alles zerstört, Drachi. Außer meinen Sandkasten, den habe ich noch platzieren und machen alles neu sauber. Oh nein, es ist alles. Das ganze Haus, selbst Jonas' Labor da oben ist zerstört. Oh Gott. Da ist nichts kommt. Moment. Jonas? Ja, was? Was ist los? Jonas, wo bist du? Jonas? Ah, da oben mal wieder. Was zum Teufel hast du mit Baloui angestellt? Jonas, hast du... Komm mal mit nach unten, damit Drachi auch was mitkriegt. Ach ja, Jonas, hi. Ach, du hast schon Drachi getroffen. Okay, das ist aber unser geringstes Problem gerade, glaube ich. Jonas, ich glaube, Baloui hat ein wenig, der ist ein wenig ausgerastet. Ein wenig. Er hat mein ganzes Labor kaputt gemacht. Na gut, nicht, dass es irgendwie schlimm wäre. Ich meine, ich habe ja sowieso noch... Er hat mein Haus zerstört, das ist schlimm. Ich habe doch gesagt, in Baloui steckt das Böse. Ja, und ich habe mir so viel Mühe gegeben. Das war das erste Gebäude. Ja, das war nicht toll. Jetzt haben wir kein Zuhause mehr. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Jonas, er ist so durchgedreht, weil ich habe ihm das hier geklaut. Was? Was hast du ihm geklaut? Dieses Orb, diese Kugel.
Er hat gesagt, er will sich in einen Drachen verwandeln und hat wohl irgendwie die Urdrachen-Essenz-Kugeln, keine Ahnung. Die Urdrachen-Essenz von was? Ja, von, keine Ahnung, von dem Urdrachen hat er irgendwie in sich aufgenommen mit seiner blöden Blutmagie und... Ja, er hat ja schon gesagt gehabt, dass er das ist, aber er hat doch... Moment, schnell. Willst du mir damit erzählen? Er versucht sich derzeit in einen goldenen Drachen zu verwandeln. Er ist bereits ein halber goldener Drache. Deine ganze Haut hat sich verändert, so die Hälfte. Und er hat gesagt, er braucht nur noch diese Kugel, um sich komplett in einen Drachen zu verwandeln. Naja, hört so, wir haben ein kleines Problem. Palu ist sehr, sehr schnell besessen von Mächten. Ich glaube, wir sollten ihn unbedingt davon wegkriegen. Die Kugel kannst du mir sicherheitshalber geben. Die werde ich dir sicherlich gerne zurückgeben, sobald sie sicher verwahrt ist und mit Palu alles wieder in Ordnung ist. Okay. Was ist denn, Drachi? Warum weinst du jetzt schon wieder herum? Drachi, du musst Jonas die Kugel geben. Ja, ich mache. Also, was genau ist los? Komm, erzähl mir das. Ja, ich muss mich ja verabschieden von allen. Und dass ich nichts mögen. Jonas, naja. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass ich mit Drachi reise. Ich will Drachi nicht alleine lassen. Ich möchte mit dem großen Drachen reden und ihm erklären, dass wir Drachi hier brauchen, dass er eine große Hilfe im Kampf gegen Gaia ist, dass er wichtig ist. Ja, aber dafür braucht man Drachenmagie. Und der Einzige, der Drachenmagie hat, ist Palui. Und derzeit ist Palui sehr wütend auf dich. Ja. Aber, das heißt, aber das bedeutet, dass Palulu mir helfen können mit neben Papa und wieder zurückgehen. Naja, ja, genau, das bedeutet es. Das heißt, alles in Ordnung eigentlich, oder? Was ist denn jetzt mit Palui los? Sitzt Gaia in ihm oder was ist mit ihm los? Er hat von dem Urdrachen gesprochen und irgend so eine komische Stimme, so ein Urdrache hat aus ihm gesprochen. Das liegt daran, dass er sich derzeit verbündet mit einem Urdrachen. Er versucht derzeit, ein Teil von ihm zu werden und der Urdrache ein Teil von ihm. Das machen normalerweise, normalerweise ist ein bisschen falsch gesagt, aber Drachengeister suchen sich einen Körper, einen Träger. Und dieser Körper wird so krass verwandelt, bis er schlussendlich auch ein Drache sein kann. Ja, aber was ist, wenn Gaia dahinter steckt? Naja, die Sache ist, ich glaube nicht, dass Gaia hinter einem Urdrachen stecken kann. Aber es kann sicherlich sein, dass Gaia sich von der Energie von Balui dann ernährt, weil Balui auch diese Blutmagie gerade macht. Er macht zwei sehr gefährliche Dinge derzeit. Ja, es ist... Aber irgendwas stimmt mit Balui nicht. Er dreht ständig durch, er hat mich aus der Stadt verscheucht, es sind überall Blitze eingeschlagen, als er wütend wurde. Und er hat in der neuen Stadt, in der Bücherei, einen Unschuldigen getötet. Der hat ihn krumm angeguckt, er hatte Angst und hat um Hilfe gerufen, weil Balui so mit seiner komischen dämonischen Stimme geredet hat. Er hat so einen komischen Unterton. Balulu haben getötet jemanden. Ja, und weil der Typ um Hilfe gerufen hat, hat Balui ihn einfach getötet. Ich merke langsam, es werden alle ziemlich unberechenbar. Jeder fängt an, irgendwelche Leute zu töten hier. Alles, ich habe noch niemanden irgendwen getötet. Es gerät alles aus dem Ruder. Wir sollten langsam uns wirklich darum kümmern, dass wir, Gaia besiegen können. Ich glaube, dein Haus ist eher das kleinste Problem. Wir versuchen, ein Haus in der neuen Stadt für dich zu finden. Ist das in Ordnung für dich? Early Boy. Ich möchte mein Haus wieder haben. Dann Drachi kriegt auch sein Zimmer wieder. Drachi kriegt sein eigenes Zimmer. Ich glaube, da hat er weniger Sorgen drum. Ja, mich merkt schon, dass ich werden wollen, wie wieder zurück zu einem Drache. Ja, wie dein Drache wollen. Ja, hört sich gut an. Also, hör zu, du musst einfach versuchen, mit Balui zu reden. Balui finden, mit Balui reden, mit Balui, keine Ahnung, irgendwie eine Lösung finden. Und ihn davon abkriegen, die Blutmagie zu verwenden. Was würde denn passieren, wenn er sich in einen goldenen Drachen verwandelt? Naja, wenn er sich in einen goldenen Drachen verwandelt, hat er unendliche Macht. Das einzige Problem ist halt, dass es unberechenbar sein wird, auf welcher Seite er kämpfen wird. Weil für Gaia kann es sein, dass die Blutmagie für ihn spricht oder halt auf unserer Seite. Aber da ist halt auch die Frage, kämpft er für den Baum oder für uns? Weil wenn er den Gedanken kriegt, dass wir eine Plage für den Baum sind,
Dann wird er, wenn er den Baum beschützen will, uns töten. Das klingt so gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Ich wollte aber trotzdem werden als Drache. Ja, ja, du wärst ein Drache, keine Sorgen. Ich würde mal sagen, du gehst mit deinem Papa mal drüber reden, wenn du schon was, so viele Sorgen hast. Also behältst du das ein? Was mache ich denn, wenn ich auf Baloui treffe? Der wird ja wütend sein, wenn ich... Wie wär's mit reden? Wow. Ich habe schon so oft versucht, mit ihm zu reden. Das hat du bist ein Paladin. Ich meine, wenn er dich angreifen will, dann greifst du ihn einfach zurück an. Und du beschützt dich. Du beschützt dich und ihn selber. Okay, ich... Dann werde ich das versuchen. Dann muss ich Baloui jetzt suchen. Der hat ja kein Haus mehr. Ich weiß ja gar nicht, wo er sich auffällt. Naja, ich glaube, ich kann dir damit helfen. Moment. Ich habe hier einen Diamanten. Ich muss den schnell hervorholen. Au. Diamant. Warum brennst du überhaupt? Ja, warum du überhaupt abbrennen, ja? Aufhören, Jamme. Passiert halt manchmal so. Nein, nichts passieren, ja. Also, ja, dieser Diamant wird dich zu Baloui führen. Ja. Es ist eigentlich ein ganz einfacher Diamant, aber ich habe ihn aus einer bestimmten Höhle geholt. So wie du dich fühlst, folgst du einfach dem Diamanten. Okay, ich werde das versuchen. Danke, Jonas. Pass auf das Ding auf, wir sehen uns. Ja, ich werde hier sowieso mal das Feuer löschen. Na gut, gute Reise, mein Junge. Bis dann, Jonas. Tschüss. Tschüsschen. Oh, Mann, oh, ich will aber unbedingt werden wieder ein kleines Drache. Ach, wir finden eine Lösung. Ich muss jetzt einfach bei Baloui finden und mit ihm reden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Ja, auch sehr ungut Gefühl. Leute, wenn euch diese Folge Minecraft Empire gefallen hat, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da. Ja. Und schreibt in die Kommentare, was denkt ihr? Wo finden wir Baloui? Wie wird Baloui reagieren, wenn ich auf ihn treffe? Was wird er tun? Wird er mich angreifen? Wird er völlig eskalieren? Oh, ich bin echt gespannt. Leute, lasst ein Däumchen nach oben da. Und schaut auf jeden Fall in der Endcard bei den Videos vorbei, die dort verlinkt sind. Darüber würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und darin bis dann.